Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Im letzten Part haben wir den zweiten Fall abgeschlossen und er hat mir ziemlich gut gefallen, würde ich sagen. Ich dachte von Anfang an, dass er mir mit dem ganzen Yokai-Zeug vielleicht nicht so wirklich gefallen würde, aber doch, ich fand ihn ziemlich cool, weil es einige tolle Twists noch mittendrin gab und coole Argumentationen, war auch alles logisch aufgebaut irgendwie, hat alles Sinn gemacht am Ende, also echt ziemlich cool. Es gab halt ein paar nervige Charaktere leider, aber ist nun mal so. Und eine Sache, die ich auch nicht so toll fand, ist, dass es wieder mal so war bei dem Fall, wie schon bei vielen Fällen zuvor, dass der Täter oder das Opfer oder irgendwie in irgendeiner Form kostümiert waren. Das gab es schon so oft. Und so oft wurden damit dann Twists gemacht, dass man halt nicht genau wusste, wer in dem Kostüm steckt und sowas. Aber es wurde trotzdem anders gemacht als die anderen Male. Und wie gesagt, ich mochte den zweiten Fall sehr. Ich glaube, ich mochte ihn schon lieber als den ersten Fall. Obwohl der erste auch cool war. Also beide Fälle bisher waren ziemlich, ziemlich gut, würde ich behaupten. Das ist nicht bei vielen Ace Attorney-Spielen so, dass ich die ersten beiden gleich so gut finde wie hier. Also bisher ist es ein fantastisches Ace Attorney. So, jetzt auf jeden Fall machen wir nicht weiter mit der dritten Episode, sondern mit dem DLC-Fall, mit der Special Episode. Denn es gibt eben hier einen DLC-Fall, der natürlich erst nach dem Spiel später erschienen ist. Er spielt aber zwischen der zweiten und dritten Episode und es ist anscheinend auch sinnvoll, den da zu spielen und ich vertraue euch da mal. Deswegen werden wir ihn jetzt spielen. Nach dem zweiten Special Episode, genau, Turnabout Reclaimed nennt sich der. Also Wandel und zurückerhalten. Oder irgendwie so kann man das vielleicht übersetzen. Ich glaube, es geht irgendwie darum, dass Phoenix hier seine Anwaltsmarke wieder zurückbekommt. Oder so. Vielleicht, weil die hat er ja zwischendurch nicht mehr gehabt. Irgendwie so vielleicht. Egal. Wir starten auf jeden Fall. Ich habe Bock auf den DLC-Fall. Mal gucken, was hier so abgehen wird. Ja, los geht's. My name is Phoenix Wright, head of the Wright Anything Agency and a lawyer. Although, I was doing something else entirely for a while there. Mm-hmm. As for why I decided to formally get back into lawyering, let's just say there's unfinished business to take care of. Anyway, I thought I'd reminisce about my first case back on the job. And what a case it was. It happened only a few months after Athena joined our office. Genau. Nach dem zweiten Fall eben spielt es, ja. Ein paar Monate nur nach dem zweiten Fall spielt es. Special Episode Turnabout Reclaimed. Was es los ist. Die Piratenshow. Okay. Interessantes Setting schon mal. Irgendwie. Okay, und man hat vor allem, das will ich auch noch kritisieren an der zweiten, das ist bisher nicht so toll in dem Spiel, dass man immer den Mörder gesehen hat. Das regt mich so auf einfach nur, dass es gemacht wurde. In den ersten Ace Attorneys war das ja noch so, dass man in den ersten Fällen, dass es immer gezeigt wurde, und dann im dritten und vierten Teil wurde gar nicht mehr der Mörder gezeigt, was ich richtig gut fand. Und hier zeigen sie ihn wieder in den ersten beiden Fällen gleich. Das war so unnötig, dass man da Lebel gesehen hat im zweiten Fall. Das regt mich echt auf. Hier hat man jetzt noch gar keinen Mord überhaupt gesehen. Bin ich auch froh drum. Ich will nicht wissen, wer der Mörder ist. Ich will das ja dann während dem Ermitteln herausfinden. Today's my first day back on the job as a lawyer. Putting this attorney's badge on again really makes it hit home. Boy, am I pumped. Even Trucy said, looking good, daddy. So, Athena, Apollo, what do you think of the old attorney's badge? Und das sehen wir es auch gleich. Das habe ich beim letzten Mal auch schon erwähnt. Es gibt auch zu dem DLC-Fall noch zusätzlich Kostüme für, also jeweils eines für Athena, Apollo und Phoenix. Und habe ich ihnen auch allen angezogen. Athena hat jetzt so eine Schuluniform an, Apollo hat eher so Straßenkleidung an und Phoenix hat seinen alten Anzug wieder an. Nicht seinen, der neue sieht ja ein bisschen anders aus, weil der ein bisschen mehr aufgeknöpft ist und er so eine Kette da irgendwie drin hat. Und jetzt ist auf jeden Fall sein altes Design. Werden wir auch noch bestimmt sehen, dann vor Gericht spätestens. This Shipshape Aquarium Show is great. I can't get enough of it. Athena? I still can't believe they showed the
Swashbuckler, Spectacular on TV. Good thing I recorded this. Now, who's ready for another viewing? You've already watched it 5 times. Let's watch something else now. How can you even suggest such a thing? This show is therapeutic. Oder irgendwie so, therapeutisch halt. Boss here, asking you guys a question. What's so therapeutic about watching a killer whale? What? Don't you know anything? Animal-assisted therapy is an established psychiatric treatment. You're kidding. That kind of thing really exists? Doch, tut's aber, ja. It's a real thing. I've been to the aquarium myself to try it, and it really helps. I still go to there every now and then to further my psychology studies. The last time I went, I saw a dolphin and an orca swimming around together. It was so... Hey, do you two think you could quit goofing off and do some work for a change? Work? But we've already cleaned the toilet. Twice. Each. Hey, wait a minute. Is that your badge I see? Der Blick von Apollo gerade. Wow, congrats on getting your attorney's badge back, boss. Thanks. Starting today, I'm officially a lawyer again. Sheesh. Took him long enough to notice. Gee, Mr. Wright, with that badge on, you suddenly look so capable. thanks? It's not like I was some lazy bum, you know? But what made you suddenly so fired up to get your badge back anyway? Ah, well, I made a promise to a certain someone. An important promise. What could be so important? Verrät er nicht. Anyway, we have 3 lawyers now, so we'd better start taking on lots of work. I'm all for that! Let's get this agency hopping! Well, we have plenty of enthusiasm. All we need now are some clients. It's been 8 years since I last wore this badge. I feel like a rookie all over again. Okay, TV. And this just in. Ein Mord ist passiert. Lass mich raten. The owner of Shipshape Aquarium, Captain Jack Shipley, has been murdered. Natürlich. Den haben wir auch gerade schon gesehen. The suspect in the case is reportedly already in custody inside the aquarium. Isn't that the aquarium we were just watching, Athena? It is. I can't believe it. A murder at Shipshape Aquarium? But I love the place. We need to get to the bottom of this. Really? I guess I'm in luck then. Oh. Hallo, du gleich? Bist du die Angeklagte dann? I need Phoenix Wright to save my friends. Who in the world is this? Are you a client? Wait. That costume. It looks just like... I've got it! You must work at Shipshape Aquarium! That's right. You may know it. You may know it, oder so. I'm Sasha Buckler. I perform like an agile catfish in our pirate show. It'll blowfish your mind. Okay, die macht ganz viele Fisch- und Wasser- und Piraten-Wortwitze. Na super. Minnow? Blowfish? Those puns floundered a bit. I figured out the client's identity. Chalk one up for the analytical psychology. Ja, das habe ich auch gewusst. Da braucht man keinen Experte dafür sein. My friend is under suspicion of murder, so I really need some help. That's why I've gotta find this Phoenix Wright guy. Well, I'm Phoenix Wright. And this is Apollo Justice and Athena Sykes. They're lawyers too. If there's anything you need, all you have to do is ask. The same goes for me too, Miss Buckler. Just call me Sasha. And I'll call you all by your first names too, if that's alright. Phoenix, Apollo, Athena, you have to help me. Please save my friend. Guess we'd better start by asking her more about her defense request. Okay, also sie ist nicht die Angeklagte, aber Freund oder Freundin von ihr ist der oder die Angeklagte. Your defense request. Miss Buckler, Sasha, could you tell us more about why you need our help? My friend is suspected of murdering the captain of Shipshape Aquarium. Captain? I thought the victim was the owner of the aquarium. Yeah, well, our aquarium has a pirate ship theme. That's why we call the owner our captain. We call the employee's crew too. That's a pretty unusual aquarium you've got there. Anyway, one of the crew members, my friend, is being suspected of the captain's murder. They've already decided she's guilty. I think they're going to give her the death penalty. Oh Gott. What? What happened to due process? But my friend is as sweet and gentle as a whale shark. She wouldn't hurt a guppy. I know there's no way she murdered anyone, but they won't believe me. But with a name like Wright, I figured you'd be able to help me set them straight. Wait a minute. Don't tell me she picked you all because of a bad pun. Ouch. I see my reputation doesn't precede me.
But seriously, my name can't be the real reason she's here. Okay, warum bist du denn überhaupt bei uns? Sie hätte ja auch irgendeinen anderen Anwalt nehmen können, warum gerade Phoenix? What's the real reason you picked me, Sasha? Well, to be honest, I ask a whole slew of lawyers, but they all refused. They said stuff like, there's no merit to taking your case, or I'm not sure I can help. They're all as cruel as sharks, with hearts punier than whitebait. Der Blick gerade. Oh, I can really feel Sasha's frustration. With nobody on her side, she must feel all alone. But helping people like her is the whole reason I became a lawyer in the first place. Das stimmt. And then I heard about a lawyer named Phoenix Wright. They say he defends clients to the end, no matter how bleak the circumstances. Das stimmt. Hm, guess my reputation does precede me. Not sure how well deserved it is, though. I thought to myself, if anybody can save my friend, it's you, Phoenix. Quite a tall order there for a man who just got his badge back. But I don't want to let Sasha down. Or her friend. Let's help her, Mr. Wright. Let's save her friend. That's just what I was thinking. Sasha, we'll accept your case. You will? Oh, thank you. You're a life saver, literally. Well, no time to stand around and mull it over things. I want you to meet my friend right away. Come to Shipshape Aquarium with me. You got it! And I'll go too. Sorry, but I need you to to stay here and keep an eye on the office until Trucy gets back. You never know when a new client might stop by. How come I'm the one who has to stay behind? Oh, der Arme. Thanks a million, Apollo. Well, ladies, let's move to the aquarium, shall we? Okay, das sah gerade komisch aus, die Animation. War voll laggy irgendwie. Egal. Aber wir können auch mit Apollo reden. Was sollen wir denn tun? So, what do you think about this case, Apollo? The murder of the owner of Shipshape Aquarium. I can't think with you looking at me so expectantly. So erwartend oder so. I don't really have any ideas. Sorry, I'm not any help. But you are help. As long as you're the one playing office sitter, you're fine. Hey, there's Apollo's favorite word. I think I say it a few times too. I'm fine. I'm fine. Are you two making fun of me? Who, us? Of course not. Just yanking your chain a little. Oh, der Arme. Hast du irgendwelche Ideen? So, any ideas for us? Well, I think you should give the Swashbuckler video a glance. Starting to become a fan too, huh? I knew you'd like it if you gave it a chance. It's not so much that. Aber da könnten Hinweise sein. I just thought it might give you some lead, seeing as it's the scene of the crime and all. That's a good idea. I'll take a look when I get a second. I've got nothing better to do, so maybe I'll watch it a few times myself. Apollo, please try to find something better to do. Okay, ziemlich gemein zu Apollo, aber okay. Was habe ich denn für Beweise eigentlich aktuell? Die Anwaltsmarke! Nimm das! Ist ja sogar ein wichtiges Beweismittel irgendwie. The return of a legendary lawyer. It's kind of exciting. Kind of? So how do I look with it? Wow, you present the thing like a real pro. You must have done it 1000 times. Das stimmt. It never really seems like enough to just have it pinned to my label, for some reason. I get wanting to show it off. When I first became a lawyer, I flashed that badge left and right. Das stimmt auch. You still do that, actually. Okay, was habe ich denn für Profile eigentlich aktuell schon? Kann man es auch noch kurz angucken. Aber ja, Athena kennen wir ja schon. Apollo kennen wir auch schon. Juicy kennen wir auch schon. Das dürften dieselben sein, ne? Dieselben Beschreibungen da. Ich glaube schon, ja. Aber hier ist eben neu. Sasha Buckler. The employee of Shipshape Aquarium who came to me for help. She's a performer in the Smash Buckler Spectacular. Okay. Die ist eben angestellt bei diesem Shipshape Aquarium da, bei diesem Aquarium-Wassershow-Gedöns. Und da tritt sie eben auf. Haben wir ja auch in der Intro-Sequenz gesehen. Und sie wollte eben Hilfe holen, weil ihr Freund, ihre Freundin, wie auch immer, Angeklagte oder Angeklagter ist. Wir werden mal noch ganz kurz vielleicht dahin gehen zu Shipshape Aquarium und uns den Ort noch kurz angucken. Aber ich meine eigentlich, sie hat ja gesagt, dass wir direkt ihren Freund, ihre Freundin, das ist blöd, weil im Englischen ist Friend ja geschlechtsneutral, im Deutschen aber nicht. Auf jeden Fall, wir sollen ihn oder sie ja direkt treffen, aber er oder sie ist doch schon in der Strafanstalt, oder? Das hat sie ja auch schon gesagt. Naja, mal gucken. Shipshape Aquarium, Aquatunnel.
Wird das Aqua ausgesprochen? Nee, Aqua? Ich glaube Aqua einfach sogar. Wassertunnel auf jeden Fall. Aber es sieht ziemlich cool aus. Wow, this is gorgeous. It's just like being under the sea. Und gorgeous, nicht gorgeous. Sorry, wie gesagt, ich bin kein Muttersprachler im Englischen, tut mir leid, aber ja. Yeah, this is the Aqua Tunnel, our pride and joy. Glad you like it. I'm going to go on ahead and fill the detective in on your arrival. Take a look around the tunnel and then come meet me at the pool up ahead on the right. Hey boss, look at this cute little fish. I bet it would be delicious grilled. Seriously? Is that really all you can think of? Well, I didn't get to eat lunch today. Oh, and here comes some grilled chicken. What the fuck? That's not a chicken, it's a penguin! Come here, little cutie! Warum läuft da ein Pinguin rum? Cream, oh! Und weg. Okay. Das war komisch. It ignored me. Maybe it was hungry too. Oh, look. It dropped something. Ah, it's an ad for the Swashbuckler Spectacular Show. The penguin had a whole bunch of these stuffed in its backpack. Der macht Werbung. So it's passing out flyers, huh? How cute! A career penguin that distributes flyers. We could use one of those for our office. Ah, wunderschön. Haben wir auch gleich einen Flyer bekommen. An advertisement showing an orca dressed up like a pirate. It was dropped by a penguin. Okay, das ist eben ein Flyer, der Werbung machen soll. Warte mal, ich will mir das sogar genauer angucken. Moment. Wartet. Auch mit dem Bild. Ja, da steht sogar einiges. Warte mal kurz. Machen wir erstmal kurz den Text hier. Den hier. Und auf dem Flyer ist ein Orca zu sehen, der wie ein Pirat gekleidet ist. Und haben wir eben von dem Pinguin bekommen. Genau, das kann man auch sehen. A brand new stage show. Captain Orla has a new rival. Featuring the dashing red stash. With a fluttering red scarf. Who will obtain the gold coins? Hidden in the skyrock. Okay, eine neue Bühnenshow. Kapitän Orla, das ist wahrscheinlich Orca, also ne, der Orca verteilt als Pirat, hat einen neuen Rivalen, nämlich diesen Rotbart, den können wir da links sehen, mit seinem roten Umhang, oder Schal, nicht Umhang. Wer wird es wohl schaffen, das ganze Gold in dem Totenkopffelsen zu erhalten? Hört sich ja spannend an. Well, can't keep the client waiting, we'd better get going. Yeah, you're right. Time to roll up our sleeves. Okay, direkt weiter. Aber ich verstehe das. Treffen wir jetzt wirklich unseren Mandanten schon? Weil der oder die ist doch in der Strafanstalt, dachte ich. Oder nicht? Huh, I don't see Sasha. Oh. Aber erstmal. Okay. Warum heißt der übrigens Fragezeichen? Ich meine, wenn man könnte den Fall ja auch als allererstes spielen, dann wüsste man es nicht, dass es Fulbright ist, aber egal. Okay, auf jeden Fall möchte ich dann erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Beim nächsten Mal wird es dann noch hier mit diesem DLC-Bonus-Fall weitergehen, den wir jetzt heute angefangen haben. Macht schon mal einen interessanten Eindruck bisher, auch wieder etwas gänzlich anderes als alles andere bisher. Aber ist ein interessantes Setting, so piratenmäßig, da kann man, glaube ich, einiges Cooles damit machen. Aber wir haben jetzt noch aktuell keine Ahnung, wie der Mord eigentlich abgelaufen ist, was eigentlich passiert ist. Wir wissen, wer das Opfer ist. Wir wissen nicht mal, wer der oder die Angeklagte ist. Nicht mal das Geschlecht wissen wir. Müssen wir also noch einiges herausfinden. Und hoffentlich wird Fulbright beim nächsten Mal dann ein paar mehr Infos für uns haben. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.